so verrückt kann nur Jerry sein. Tatsache, alter Junge, auf so eine Idee kommt außer dir kein Mensch. Warum soll ich nicht auch mal angeln gehen? Würmerbaden soll sehr gut für den Kreislauf sein. Du hast gerade nötig. Als ob wir sonst nicht genug hinter dicken Hechten her wären. Ja, deshalb bin ich doch so scharf auf einen Barsch. Den letzten habe ich vor 4 Jahren aus dem Ontariosee gefischt. Der hat ganz schön Musik gemacht. Hey, siehst du das? Bei mir sind die Vorhänge zu. Na und? Ich habe sie nicht zugemacht. Kommt mir so vor, als ob da Licht ist. Da ist auch Licht. Hast du den Walkie-Talkie da? Natürlich. Gut. Was hast du vor? Wir nehmen meinen Privatlift. Komm. Komm, komm, komm! Zusammen ist viel gemacht, los, gib Gas, ja! Wann kommt denn dieser Sherry Cotton endlich? Aufwärts zur Schokoladenabteilung. Was ist denn, Phil? Bist du eingeschlafen? Ich wohne doch weiter rechts. So, stopp. Jetzt kann ich bequem umsteigen. War doch irgendwas. Ich hab nichts gehört. Unsinn, da drin war was. Da bin ich. Herzlich willkommen. Geh in die Senkrechte. Und du heb deine Fingerchen. Los, beeil dich ein bisschen. Auf Penner wartet der Boss nicht. Was ist denn mit dir? Brauchst du eine extra Einladung? Mach los. Nun zu den Gesangsübungen. Wer hat euch hierher geschickt? Tut mir leid, Mister. Wir haben uns in der Etage geirrt. Sollte ein Scherz für einen Kollegen sein. Du glaubst doch nicht, dass du mich mit so abgedroschenen Witzen füttern kannst. Also los, raus mit der Sprache. Tut mir wirklich leid, Mister, aber ich leide an totalem Gedächtnisschwund. Thank you.
Die drei sind einschlägig vorbestraft. Wir haben sie in der Kartei. Sie bleiben dabei, dass alles ein Irrtum war. Das ist eine bestellte Sache. Das ist klar. Vielleicht will man sie ausschalten für einen Fall, der noch kommt. Das wäre immerhin möglich. Was machen Sie denn am Wochenende, Jerry? Phil und ich, wir wollten eigentlich angeln gehen und Sonntagabend wieder hier sein. Ich habe eine Einladung zu einer Party von Mr. Dyers höchstpersönlich. Dem Bankier? Ja, aber ich wollte nicht hingehen. Das kann doch interessant werden. Gehen Sie ruhig mal hin und viel Spaß. Okay, danke, Sir. Scheint aber ein feiner Laden zu sein. Na, wart mal ab, wie es drinnen aussieht. Die Herren vom FBI? Oh, sieht man uns das gleich an? Sie sind sicher Bankier Dyers. Ja, treten Sie doch bitte näher. Ich wollte Ihnen sagen, weshalb ich Sie heute hierher gebeten habe. Nichts Wichtiges vielleicht. Meine Freunde Cormick, Johnson und ich, wir haben Drohbriefe bekommen. Drohbriefe? Haben Sie sie bei sich? Nein, ich habe sie zuerst nicht ernst genommen und weggeworfen. Aha. Oh, das ist mein Sohn Brian, die Herren vom FBI. Und Sie sind Mr. Cobb? Ganz richtig, und das ist Phil Decker. Hallo? Was hat in den Briefen gestanden? Ich soll $1 Million bereithalten für heute Abend. Wozu? Ja, das weiß ich auch nicht. John, das ist Mr. Cormick, Straßenbaumaschinen. FBI, ja? Ich hab's den Herrn gerade erzählt. Was halten Sie davon? Schwer zu sagen. Hier ist der Brief. Ich soll für nächste Woche $1 Million bereithalten. Darf ich die Herren bekannt machen? Mr. Johnson, Mr. Long. Hast du den Brief, Henry? Ich habe dir gesagt, nicht ernst nehmen. Sowas landet bei mir im Papierkorb. Sie haben also auch einen bekommen? Ja, ja. Gelesen und weggeworfen. Das ist doch das Einzige, was man damit tun kann. Darf ich den Brief für unser Labor behalten? Ja, natürlich. So? Und jetzt wollen wir das Ganze vergessen, ja? Ja, bitte, meine Herren, machen Sie das Beste aus dem Abend. Hier ist das Buffet. Meine Tochter Edna wird Ihnen behilflich sein. Edna? Ja? Kümmerst du dich um die beiden Herren? Aber selbstverständlich. Entschuldige bitte. Meine Herren, was darf ich Ihnen anbieten? Worauf hast du Appetit? Wer nichts vom Essen versteht, sagt von allem ein bisschen. Und was macht der Feinschmecker? Der nimmt französische Austern. Frank? Sir? Wo bleibt denn meine Tochter? Miss Jean ist noch oben, Sir. Aha. Hallo, Jean. Hallo, Sally. Komm ich zu spät? Na endlich, wir warten nur noch auf die Schuhe. Tut mir leid, sie sind gerade erst fertig geworden. Sally, wie lieb, dass du sie mir selbst gebracht hast. Sieh sie mal an. Oh, sind die hübsch. Ich habe Daddy auch gesagt, für dich muss er sich was ganz Besonderes einfallen lassen. Die sind wirklich totschick. Heute ist ja alles hier, was in New York gut und teuer ist. Lauter langweilige Leute, bleib du doch hier. Ich würde ja gern, aber... Zieh doch ein Kleid von mir an. Und da sind Schuhe, ja? Okay. Was hältst du von der Geschichte? Ich weiß noch nicht recht. Drei Millionären flattern Drohbriefe ins Haus. Mr. Cormick. Der Maschinen-Cormick. Mr. Johnson. Kühlschränke und Kühlanlagen. Und Mr. Dyers. Dem Nabob. Die Frage ist, was wollen Sie von ihm? Du hast ja gehört, eine runde Million von jedem. Das weiß ich, Jerry, aber... Was aber? Was wollen Sie wirklich? Das wird sich noch rausstellen. Hallo. Ich glaube, Sie sind die Männer vom FBI, was? Haben Sie etwa an der Tür gehorcht, junger Mann? Wer sind Sie denn? Ich bin Bernie Johnson. Der Sohn des berühmten Kühlschrankkönigs. Sally, das passt ja wie angegossen. Ja. Hier sind Schuhe von mir. Danke dir. Ich warte unten in der Bibliothek auf dich. Und ich telefoniere inzwischen mit meinem Vater. Na gut.
Ah, Mr. Dyers, haben Sie für heute Abend Aushilfskellner engagiert? Ja, natürlich. Ist der da drüben auch einer? Ja, das ist einer von fünf. Ich bestelle sie bei einer Firma, die mir das Buffet liefert und die Kellner stellt. Und Sie kennen keinen von ihnen? Nein. Danke. Sie sind nicht gerade sehr geschickt für einen Kellner. Wie meinen Sie, Sir? Vielleicht sind Sie auch gar kein Kellner. Ich verstehe Sie nicht, Sir. Üblicherweise haben Kellner Servietten bei sich. Und keine Bleispritzen. Keine Bewegung, sonst wird sofort geschossen. Alles bleibt auf seinen Plätzen. Hände hoch! Ganz ruhig bleiben. Schön stehen bleiben. Passt auf ihn auf. Wo ist Jean Dyers? Ich weiß es nicht. Oben. Gute Nacht, Dad. Stehen bleiben. Vielen Dank, vergnügten Abend. Los, schnell! Alles okay? Hau ab! Los! Haben die Reifen durchstochen. Hallo Zentrale, hier fehlt Deckernwagen Jerry Cotton. Bewaffneter Überfall in Duke Brighton. Drei Fluchtwagen, Ausfallstraßen absperren, Ende. Die Herren vom FBI haben sich ja sehr gut bewährt. Sieh dich mal nach dem Aushilfskellner um. Okay. Was ist das für ein Schuh? Das ist doch ein Schuh von Jean. Wie kommt er hierher? Er lag hier auf der Erde. Wo ist Ihre Tochter, Mr. Dyers? Ich weiß nicht. Jean! Wo ist Jean? Hat niemand meine Tochter gesehen? Hier ist sie ja. Gott sei Dank. Jean, ich habe schon das Schlimmste befürchtet. Mir ist zum Glück nichts passiert. Aber wo ist Sally? Ihr Idioten, ihr habt ihr die Falsche erwischt. Sally Chester, 20, rotblond. Ja, ich verstehe, entführt. In Ordnung, Jerry, wir kommen. Achtung, Achtung, Überfall in Villa Dyers, Brooklyn. Wir sperren sofort alle Ausfallstraßen ab. Okay, geht sofort los. Das war's. Hätten Sie meine Tochter gekidnappt, hätten Sie mich mit ihr erpressen können. Aber Sie haben nicht Jean, sondern Sally Chester. Sally. Die Tochter meines Schuhmachers. Was sagt ihr dazu? Ich würde sagen, Sie sind reingefallen. Mich können Sie jedenfalls nicht erpressen. Nicht mit Sally. So leid sie mir auch tut. Was sagen Sie dazu, Mr. Cotton? Ja, hier, Dyers. Das werden Sie sein. Na, haben Sie sich von Ihrem Schrecken erholt, Mr. Dyers? Und Sie sich von Ihrer Enttäuschung? Wir wissen, wir haben nicht Ihre Tochter. Wir haben Sally Chester. Sie können sie abholen, wenn Sie wollen. Im Central Park. Ende. Ja, aber hören Sie... Hier ist auch nichts. Komm mal hier rüber, Tom. Habt ihr schon was gefunden? Nein, noch nichts. Schau doch mal da im Gebüsch nach. Hab ich doch schon. Such schön, Haru, such. Geht man rüber auf die andere Seite vom See. Okay, los, komm mit, Billy.
Sally Chester. Und der Aushilfskellner. Herzschuss, Sir. Der Tod trat auf der Stelle ein. Vor 5 bis 5,5 Stunden. Vor 5 Stunden, sind Sie sicher? Ganz sicher. Jetzt ist es 2 Uhr morgens. Das bedeutet, dass man Sie in den Wagen gezerrt und gleich darauf ermordet hat. Sie entführten Sally statt Jean Dyers. Die Frage ist, ob Sie auch Jean sofort ermordet hätten. Beim FBI wurde eine neue Akte angelegt. Sie erhielt die Chiffer X3476. Ein Fall von vielen. Und doch einer, der sich durch die Intelligenz und Brutalität der Gangster zu einem der härtesten in der Geschichte des New Yorker FBI entwickeln sollte. Gut, dass Sie kommen. Schon wieder will man 1 Million von mir. 1 Million. Oder es wird Jean genauso ergehen wie Sally. Was sagen Sie dazu, Mr. Cotton? Wann haben Sie ihn bekommen? Heute Morgen mit der Post. Und 1 Stunde später, sollen wir das sagen, Brian? Du kannst nicht das eine sagen und das andere verschweigen. 1 Stunde später rief jemand an und sagte, wann, wo und wie das Geld bezahlt werden muss. Bitte sag das nicht. Sie müssen meine Überlegung verstehen. Die Polizei soll aus dem Spiel bleiben. Das ist Ihre Bedingung. Unter diesen Umständen hätten Sie uns gar nicht herbestellen sollen. Ja, ich weiß. Aber Sie sollen mir einen Rat geben. 1 Million. Die Leute sind ja verrückt. Das klingt fast, als ob Sie bei einem kleineren Betrag keine Silbe darüber verlieren würden. Wo ist Jean? Sie ist in Ihrem Zimmer. Ich lasse Sie selbstverständlich nicht aus dem Haus. Sehr vernünftig. Wollen Sie mal nach ihr schauen? Ja. Bitte. Bitte? Oh, entschuldigen Sie, aber ich bin so nervös, dass ich schon erschrecke, wenn die Tür aufgeht. Hast du den Herrn alles gesagt? Ja, Jean. Warum hat man Sally umgebracht? Das wissen wir noch nicht. Ich muss immer an Sie denken. Bin ich nicht an Ihrem Tod schuld? Aber Kind, das ist doch absurd. Man hat Sie doch an meiner Stelle entführt und ermordet. Aber das ist doch nicht deine Schuld. Ich mache mir jedenfalls Vorwürfe. Die Leute machen einen Fehler, Miss Jean. Sie verlangen Geld mit der bloßen Drohung, Sie zu entführen. Aber es wird Ihnen nicht gelingen. In 1 Stunde sind Sie das am besten bewachte Mädchen der Vereinigten Staaten. Jerry Cotton hatte die besten Männer vom Department 5 Kidnapping zur Bewachung von Jean um die Villa Dyers postiert. Keine Chance für eine Entführung. Hallo Bernie, was machst du denn hier? Ich wollte noch mal vorbeischauen. Aber hier riecht's ja meilenweit nach Bullen. Alles Gute, Brian. Alles Gute für Jean. Das ganze Haus ist von unseren Leuten umstellt, Mr. Dyers. Danke, danke, Mr. Decker. Sie sind doch garantiert inzwischen wieder angerufen worden, Mr. Dyers. Stimmt's? Ja. Ich weiß, Ihre Tochter ist in Gefahr und ich will nicht darauf bestehen, aber... Sie können ruhig alles wissen. Brian! Jag doch nicht irgendwelchen Hirngespinsten nach, Vater. Also, Sie verlangen das Geld in alten Scheinen. Keine durchlaufende Nummerierung, in einer Aktentasche, die deponiert werden muss. Wo? Kennedy Airport, Haupthalle, Gepäckfach 422. Wann? Heute Nachmittag. Die Tasche, die der Bankier Dyers im Schließfach 422 deponierte, war prall gefüllt. Aber nicht mit Dollarscheinen, sondern mit alten Ausgaben der New York Times. Absolut nichts.
Sie können es doch noch nicht geholt haben. Leer. Ist das möglich? Lassen. Fantasie haben die Burschen. Jean, jetzt ist sie in Lebensgefahr. Sie müssen doch wissen, wo Jean ist. Ich weiß es nicht. Ich denke, sie ist oben. Oben ist sie auch nicht. Sie ist nirgends zu finden. Im Keller auch nicht, Sir. Mr. Cotton, Jean ist verschwunden. Hallo, hier Dias. Wer ist da? Sie haben uns betrogen. Wir wollten Geld und keine alten Zeitungen. Wo ist Jean? Hören Sie, ich zahle. Ich verspreche Ihnen, dass Sie... Sie können das Geld haben, sofort und wo Sie es wollen. Zu spät, Mr. Dias. Suchen Sie am Narrow Lake. Ja, aber hören Sie, ich... Narrow Lake? Wir haben ein Bootshaus dort. Hallo? Was haben Sie festgestellt? Erschossen, Sir. Aus kürzester Entfernung. Direkt ins Herz. Vom Auffinden der Leiche an liegt die Tatzeit etwa 12 Stunden zurück. Aber Dias Haus war doch hermetisch abgeschlossen. Ja, Sir. Der Postbote kam und dann der Wagen aus der Wäscherei. Sonst niemand. Und Sie haben die Wagen genau kontrolliert? Aber selbstverständlich. Ich weiß wirklich nicht, wie die das Mädchen aus dem Haus geschafft haben. Haben Sie rausgekriegt, wem der Laden am Flughafen gehört? Einem gewissen Scott. Er hat ihn vor 4 Wochen gemietet. Nach den Zeugenaussagen soll er so ausgesehen haben. Ed Branton. Der Aushilfskellner. Den Sie ermordet haben. Das ist alles verdammt gut organisiert. Mr. High? Mr. High, bitte zum Telefon. High? Ja, verbinden Sie. Johnson. Ja? Ja, ich habe verstanden. Wann war das? Ist gut. Danke. Mr. Johnson hat einen Anruf bekommen. Er soll 1 Million Dollar zahlen oder sein Sohn Bernie wird umgebracht. Gehen wir. 1 Million, Mr. Cotton. Gestern hätte ich noch gelacht. Den hätte ich sehen wollen, der von mir verlangt, dass ich mein Geld in eine Aktentasche stecke und es dann irgendeinem Halunken in den Rachen werfe. Und wie denken Sie heute darüber? Tja, was soll ich machen? Mein Sohn soll kommen. Ich habe, weiß Gott, keine Lust, mein Geld auf diese Weise loszuwerden. Aber das Beispiel von Jean Dias ist nicht gerade ermutigend. Hallo. Bernie, soll ich das verdammte Geld zahlen oder nicht? 1 Million ist eine Menge Geld. Ich frage mich, ob ich das wert bin. Was soll das? Es ist so ungewohnt, plötzlich 1 Million wert zu sein. Also was soll ich machen, frage ich dich. Ich würde das Geld nicht zahlen. Bravo, Bernie. Aber... Ja, Dad? Ich kann mir doch nicht sagen lassen, dass ich dein Leben aufs Spiel setze. Ich mache das so. Ich packe das Geld ein und tue, was diese Halunken verlangen. Von ihnen erwarte ich, dass sie das Geld wieder heranschaffen. Deshalb sage ich ihnen, was ich tun soll. Ich soll mit der Subway fahren. Von Manhattan Station nach Brooklyn. Mit dem Zug 17.20 Uhr. Ich kann 1 Million nicht so einfach schwimmen lassen. Das kann ich nicht machen. Das siehst du doch ein, Bernie. Ja, Dad.
17.21 Uhr. Sind alle U-Bahn-Stationen besetzt? Die sind dicht. Da schlüpft keine Maus mehr durch. Zug hält, werfen Sie die Tasche aus dem Fenster. Wenn Ihnen was an Barney liegt. Da. Okay? So platt wie heute war ich noch nie, Jerry. Erst ein Glückstag, los! Da raus! Was Sie machen, das machen Sie gründlich. Die lassen keinen Zeugen übrig. Okay, Boys. Ich kann mir das nicht erklären. Ich bin doch kein Selbstmörder. Jedenfalls, ich habe den FBI nicht benachrichtigt. Ich weiß nicht, wer es getan hat. Erzählen Sie uns keine Märchen. Die Hauptsache ist doch, haben Sie Ihre Millionen oder haben Sie sie nicht? Wir haben sie. Glück für Sie und Glück für Ihren Sohn Bernie. Am nächsten Tage machte Cotton eine Entdeckung, der er zuerst keine Bedeutung beimaß. Die Büros der drei in die Erpressung verwickelten Millionäre lagen im selben Wolkenkratzer. Und jetzt hatte sich Mr. Cormick an den FBI gewandt. Endlich sind Sie da. Sind Sie jetzt an der Reihe? Ja. Ich soll auch 1 Million bezahlen. Für Edna. Die Jungs machen Überstunden. 1 Million. Wer will uns alle ruinieren? Ich habe das Geld nicht. Mir geht's nicht wie Johnson. Der hat Geld. Und Dias auch. Die bringt 1 Million nicht um. Mich ja. Ich muss alles verpfänden, was ich besitze. Das ist der Unterschied. Ich habe Dias gleich angerufen, ob er mir das Geld besorgen kann. Bedeutet das, dass Sie bezahlen wollen? Ja, natürlich. Sofort, wenn ich das Geld habe. Ich liebe Edna. Meine Frau starb bei ihrer Geburt. Ich habe Edna aufgezogen. Ich kann alles verlieren. Nur nicht Edna. Ich verstehe. Hallo? Hallo? Mr. Cormick? Brian, was sagt dein Vater? Natürlich kriegen Sie das Geld. Danke, Brian, danke. Sag deinem Vater, ich werde ihm das nie vergessen. Aber das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Haben Sie die Absicht, den FBI einzuschalten? Nein, nein, ich... Das liegt natürlich bei Ihnen, Mr. Cormick, aber es dürfte nichts schaden, wenn wir ein bisschen auf Edna aufpassen. Was meinst du, Phil? Ja, natürlich. Ich rufe zu Hause an, dass Sie kommen. Wissen Sie, Brian, über eins mache ich mir Gedanken. Könnte es nicht sein, dass man von Ihrem Vater nochmals 1 Million verlangt? Für Sie? Das habe ich auch schon gedacht, aber ich glaube nicht, dass mein Vater die bezahlen würde. Warum nicht? Er hing an Jean. Mich hat er nie gemocht.
Sie sehen ja gar nicht hin. Oh. Ich hab's nur für Sie eingeschaltet. Halt von Ihnen, Miss Edna. Aber diese Schießereien, das ist beinahe so, als würde man einem Bäckermeister ein altes Brötchen schenken. Entschuldigung, ich komme gerade von Mr. High. Er hält es für besser, wenn du Miss Edna zum FBI bringst. Hm, keine schlechte Idee vom Boss. Jetzt gleich? So schnell wie möglich. Das wird der Anruf sein. Entschuldigen Sie bitte. Ja, ich habe das Geld. Nein, nein, Sie können sich darauf verlassen. Was sagen Sie? Wir wissen, dass Jerry Cottenberry ist. Ja, geben Sie mal her. Was? Jerry Cotton? Ja, er ist hier, aber... Moment bitte. Mr. Cotton, man will Sie sprechen. Das sind die Leute. Hier, Cotton. Wir verstehen, dass Sie neugierig sind, aber wir haben keine Angst vor Ihnen. Wir machen Ihnen einen Vorschlag. Bringen Sie uns doch das Geld. Das soll wohl ein Witz sein. Das wird sich herausstellen. Tun Sie genau, was ich Ihnen sage. Erstens, sagen Sie Mr. Cormick, er soll seinen Wagen aus der Garage holen. Und dann? Dann werden Sie mit dem Geld in Cormicks Wagen steigen. Ja. Lassen Sie mich lieber fahren, Mr. Cotton. Wenn Ihnen was passiert, würde ich mir mein Leben lang Vorwürfe machen. Ist nun mal mein Job. Auf Wiedersehen, Edna. Auf Wiedersehen, Dan. Wohin fährst du denn in Mr. Comics Wagen? Was fragst du denn so viel? Kümmere dich lieber um die Kleine. Achtung, Achtung. Cotton fährt jetzt mit Comics Wagen los. Ich sage Ihnen jetzt, was Sie machen sollen. Hören Sie gut zu. Okay, schieß los. Biegen Sie auf die Straße nach Woolsbury ein. Halten Sie Ihre Geschwindigkeit genau auf 40 Meilen. Aber fahren Sie nicht schneller. Begriffen? Ich werde mir Mühe geben. Wo sind Sie jetzt? Was sehen Sie? Wiesen. Und rechts ein Hochspannungsmast. Und links? Eine Eisenbahnbrücke. Fahren Sie auf diese Brücke und halten Sie dort. In einer Minute kommt ein Güterzug. Werfen Sie die Tasche in den vierten offenen Wagen. Denken Sie an Edna Cormick und werfen Sie nicht daneben. Danach steigen Sie sofort wieder in Ihren Wagen und fahren zurück. Ende.
sind die Überreste des Wagens, mit dem Phil Decker und Edna Cormick zur FBI-Zentrale fahren wollten. Von den Insassen fehlt jede Spur. Holen Sie meinen Instrumentenkoffer aus dem Wagen. Okay. Mit einem Drahtseil gestoppt. Immer sind sie uns eine Nasenlänge voraus. Die Burschen kennen anscheinend jeden unserer Schritte. Sie wussten, dass Edna und Phil zum FBI wollten. Dort wäre Edna für sie unerreichbar gewesen. Und jetzt haben sie beide. Sie sind in Lebensgefahr. Und was haben meine beiden Spielkameraden vom Zug erzählt? Es handelt sich um einen gewissen Jack Intosh und seinen Bruder Dick. Sie behaupten, keine Ahnung davon zu haben, dass jemand eine Aktentasche auf sie hinunterwarf. Diese Unschuldslämmer. Das alles ist hervorragend vorbereitet, Jerry. Sie behaupten, beim Angeln gewesen zu sein, und sie waren beim Angeln. Sie sind getrampt, weil sie kein Geld hatten. Es liegt nichts gegen sie vor. Die alte Geschichte, und wir müssen sie wieder laufen lassen. Es ist ihnen nicht zu widerlegen, was sie sagen. Verbotener Waffenbesitz, ja, aber deshalb kann ich sie nicht lange einsperren. Sie haben einen hervorragenden Anwalt. Wen? Randolph Warner. Wie wollen Sie denn den bezahlen? Das ist das, was Sie herausfinden müssen, Jerry. Ja. Ja, bitte. Ah, der berühmte Mr. Cotton. Hallo, Mr. Warner. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Brauchen Sie einen Anwalt? Was müsste ich dafür bezahlen? Ich bin nicht billig. Das Wort billig ist ziemlich doppelsinnig, aber ich weiß schon, was Sie damit sagen wollen, Mr. Warner. Unter 1000 Dollar verteidigen Sie nicht mal einen Landstreicher. Und damit wären wir bei den Intoshs, nicht wahr? Die haben so wenig Kleingeld, dass sie auf Güterzügen fahren müssen, wenn sie angeln gehen wollen. Also, für wie viel vertreten Sie die? Sie erwarten doch nicht, dass ich darauf antworte. Sie haben doch ein Spezialgebiet, nicht wahr, Mr. Warner? Ich meine, in Bezug auf Ihre Klienten. Sie sind als Anwalt der New Yorker Unterwelt bekannt. Vorsicht, Mr. Cotton. Sie kennen die Gesetze, aber noch besser die Lücken, durch die man schlüpft. Ich sage noch einmal Vorsicht. Sie verteidigen die beiden doch bloß, weil ein Dritter sie dafür bezahlt. Wer ist es? Kein Kommentar. Danke, Mr. Warner. Wissen Sie, bei Ihren stolzen Kursen hätte ich eigentlich eine bessere Bedienung erwartet. Aber ich krieg's auch so raus. Jerry? Ja, das ist nett. Wollen Sie nicht auch was essen? Nein, danke, Susie. Irgendwas Neues? Bis jetzt nicht. Auch nichts von Cormick? Sie warten darauf, nicht wahr? Ja, ich warte darauf. Dass einer anruft, holt euch Edna ab. Und wir finden sie tot auf einer Parkbank. Und Phil Decker neben mir. Das reicht wieder für 6 Stunden. Ich frage mich, warum wir mit dem Bullen überhaupt so viel Umstände machen. Bei unserem Job wird man am ältesten, wenn man nicht fragt. Pack an.
Nee, komm. Irgendwas nicht in Ordnung? Ich suche Sam. Hey, Sam. Hallo, Mr. Cotton. Sie suchen noch eine Gatwa Mick? Wieso? Schlechtes Gewissen? Ach, überhaupt nicht. Ich sitze hier nur und trinke mein Whisky. Das ist doch nicht verboten. In New York nicht. Ich habe mit keiner Sache irgendwas zu tun. Umso besser für dich. Oder will mir einer was anhängen? Nicht, dass ich wüsste. Die letzte Sache liegt 3 Jahre zurück. Ja, fast auf den Tag. Seitdem mache ich nichts mehr, Mr. Cotton. Dafür kann ich auch kaum noch meinen Whisky bezahlen. Den übernehme ich und der nächste geht auch auf meine Rechnung. Und die 100 sind für dich. Zu viel. Steckt was dahinter. Gefällt mir nicht, wenn Bullen zu spendabel sind. Erinnerst du dich an Phil Decker? Ungern. Er ist verschwunden. Ich habe davon gehört. Nicht, dass ich geweint hätte. Hör zu, Sam. Ich weiß nichts, Mr. Cotton. Nicht für 100 Dollar und nicht für 1000. So leid mir es tut. Wie hieß eigentlich der Anwalt, der dich vor 3 Jahren verteidigt hat? War das nicht den Randolph Warner? Ein Halsabschneider. Seitdem weiß ich, Einbrechen lohnt nicht. Der ganze Verdienst geht an den Rechtsanwalt. Was ist? Krieg nun Whisky? Ja. 2 Scotch. Warner ist irgendwie in die Geschichte verwickelt. Ändert das für dich die Sache? Eine neue Werbung? Sieht gut aus, der Montrehirsch da drüben. Finger weg, der Hirsch ist ein Bulle. Gut, gut, aber was soll ich machen? Du hast doch sonst nicht so viel gefragt. 100 Dollar könnte ich gut gebrauchen. Ich werde mir was einfallen lassen. Was wollen Sie? Wer sind Sie? Sie haben den Mund nicht gehalten, Warner. Cotton war bei Ihnen. Und Sie haben geredet. Wovon sprechen Sie? Nein, nein, das muss ein Missverständnis sein. Was soll ich denn gesagt haben? Warten Sie, ich kann das sofort aufklären. Lassen Sie mich telefonieren. Nur einen Moment. Ich habe nichts gesagt, gar nichts. Danke, das genügt. Aber was machen Sie denn da? Ich will Ihnen doch nur zeigen, dass... Entschuldigung. Hallo, Mister. Ihre 100 Dollar. Hast du was rausgekriegt? Ich denke, diese Telefonnummer hilft Ihnen weiter.
Fragen Sie nicht, wie. Es hat mich sehr an alte Zeiten erinnert. Die Telefonnummer, die Jerry von Sam erhalten hatte, führte ihn auf eine merkwürdige Spur. Was denn? Hier willst du her? Zur Heilsarmee? Ich probier's mal. Danke, dass du mich mitgenommen hast. Die Zentrale weiß, wo ich bin. Halt die Ohren steif, Jerry. Dass unsere Erbauungsstunde vielen geholfen hat. Wer noch Fragen hat oder irgendeinen Rat braucht, der komme zur gewohnten Stunde wieder. Bitte, Mr. Nash. Danke. Sie müssen mir mal erzählen, was Sie hier machen. Bei Gelegenheit, Bernie. Ein neues Gesicht? Ja. Auch ich könnte dringend ein bisschen Erleuchtung gebrauchen, Mr. Nash. Jeder ist uns willkommen. Das nenne ich selbstlos. Ihre Privaträume? Würden Sie bitte vorgehen? Bitte? FBI. Ich habe Sie erkannt, Mr. Cotton. Ihr Bild erscheint jetzt häufiger in der Zeitung. Seit wann arbeiten Sie für die Heilsarmee, Mr. Nash? Ist das ein Verhör? Was waren das für Schäfchen da draußen? Arme, Mr. Cotton, die Hilfe brauchen. Hilfe wobei? Dass man endlich Ihre Namen aus der Verbrecherkartei löscht? Die Gestrauchelten sind dem Herrn am nächsten. Wir predigen, wir beten, wir singen, wir teilen Essen aus. Und manchmal übernachten Ihre Schützlinge auch hier. Stimmt's? Das kommt vor. So eine Art Matratzenball, was? Das ist Ihr Schreibtisch? Haben Sie einen Hausführungsbefehl? Alles da, Mr. Nash. Das verstehe ich nicht. Sie können selbstverständlich Einspruch erheben. Das werde ich auch. Ich rufe meinen Anwalt an. Mr. Warner? Der wartet schon auf Sie beim FBI. Was soll das heißen? Dass wir Ihre alte Akte wieder vorgeholt haben. Sie sind mehrfach vorbestraft, wegen Bandenbildung. Das ist viele Jahre her. Wir sind eben alle ein paar Jahre älter geworden. Trotzdem hat sich nichts geändert, außer dass da draußen ein paar andere Gesichter... Wunderwetter, das ist ja prima. Allerfeinste Maßarbeit. Ich hätte nie geglaubt, dass man so viel verdient, wenn man Suppe an arme Leute ausgibt. Oh. Und was für empfindliche Füße Sie haben müssen. Sogar die Schuhe, Handarbeit. Von Henry Chester, dem teuersten Laden von ganz New York. Henry Chester. Sally Chesters Vater. Sie haben Sally Chester doch gekannt, oder? Möglich, dass ich ihr mal begegnet bin bei Ihrem Vater. In seinem Schuhgeschäft. Lassen Sie mich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. Sally Chester wurde vor ein paar Tagen mit ihrer Freundin Jean Dyers verwechselt. Sie wurde gekidnappt, in ein Auto geschleppt und gleich darauf getötet. Warum erzählen Sie mir das alles? Man hätte sie ja laufen lassen können, aber nein, sie wurde erschossen. Aus welchem Grund? Vielleicht, weil sie einen ihrer Entführer erkannt hatte. Jemand, den sie im Schuhsalon getroffen hat. Zum Beispiel Sie, Nash. Was ist denn mit Ihnen? Sie sind ja plötzlich so still. Ich fürchte, Sie haben zu viel Fantasie, Mr. Cotton. So? Ist das Ihre? Na kommen Sie. Es lässt sich leicht feststellen, ob Sally Chester durch eine Kugel aus dieser Kanone getötet wurde. Ich fürchte, Mr. Cotton, Sie werden nie mehr etwas feststellen können. Kreten hoch! Hände hoch, Cotton! Sonst knallt's gleich. Hau ab!
Wissen Sie, es gibt Situationen, da kommt es nur darauf an, wer zuerst schießt. Wenn hier einer schießt, dann bin ich es. Also los, raus mit der Sprache. Was ist mit Warner? Was hat er erzählt? Sie und Warner haben etwas gemeinsam. Wir brauchen sie beide lebend. Daher halte ich es für besser, in die Luft zu schießen. Bernie! Phil? Hallo, Phil? Phil! Harry Long. Hallo, Bernie. Hallo. Was wollen Sie, Mr. Cotton? Ich wollte mich nur bedanken für Ihre Hilfe. Sie waren so schnell weg. Außerdem wollte ich Sie noch fragen, wie Sie da hingekommen sind. Ganz zufällig. Das glaube ich Ihnen nicht. Sie hatten doch einen Grund. Was für einen? Mr. Cotton? Ja? Mein Vater. Ja? Ich habe ihn da hineingehen sehen. Bin ihm nachgegangen. Ich habe gestern schon durchs Fenster geschaut. Mein Vater sprach mit diesem Nash. Ich weiß nicht was. Und ich weiß nicht warum. Ah, guten Tag, Mr. Johnson. Was machen Sie denn hier? Ihr Sohn erzählte mir gerade, dass Sie bei Richard Nash gewesen sind. Nash? Ja. Nash? Den Namen höre ich zum ersten Mal. Kenne den Mann gar nicht. Bernie sagt, er hat sie dort gesehen. Wie kann er? Er irrt sich. Hör mal zu, Bernie. Wir alle haben eine Menge durchgemacht. Du weißt einfach nicht, was du sagst. Wie soll der Mann heißen? Nash. Aber er kann ihn nicht mehr widersprechen. Er ist tot. Auf Wiedersehen. Habe ich meine Autoschlüssel liegen...
So was Dummes, da sind Sie ja. Sie entschuldigen vielmals. Herr Cotton. Ja, schick doch mal ein paar Bombenspezialisten raus zu Johnsons Villa. Ich habe eine Bastelarbeit für Sie. Augenblick mal. Cotton? Hör zu, Jim. Ja? Du wolltest doch Informationen über Harry Long haben. Ja, schieß los. Harry Long steht nicht in unseren Karteien. Er ist Werbechef beim Kühlschrank Johnson. Hat in letzter Zeit auch häufig Kontakt mit Dyers. Okay, genügt. Es liegt nichts gegen ihn vor. Vielen Dank, Jimmy. Bitte, Jerry. Ja, ich melde mich wieder. Warte hier. Licht fertig? Ja. Also seid so gut, Kinder, legt euer Malkasten weg. Euer Gesicht ist sowieso das Unwichtigste. So, also Petzi, du baust dich mal hier auf. Sigi da. Ja. So, noch schnell ein letzter Blick. Ja. Wo ist das kleine Vögelchen? Na, was ist denn? Der Chef zahlt $50 für deine Aussicht, ja? Die will er aber auch sehen. Und jetzt denkt dran, dass wir Eisschränke verkaufen wollen. Mhm. Den Leuten muss heiß werden, wenn sie euch sehen. Sonst bleibt Johnson auf seinen Kühlschränken sitzen. Aber Liebling, Liebling, was ist denn? Du musst dich 2 Zentimeter mehr nach links setzen, sonst verdeckst du mir den ganzen Gipfel. Und wozu habe ich denn da hingemacht? Hallo, Mr. Long. Fein, dass ich Sie treffe. Deine Linien im Hintergrund vorstellen. Sie haben aber hier verdammt schnittige Modelle. Ja, das ist unsere neueste Produktion, mit Tiefgefrierfach. Oh, da werden sich die Damen aber sehr lange frisch halten. Was führt Sie zu mir, Mr. Cotton? Hm, auch nichts Besonderes. Ich hatte hier im Hause was zu tun und da wollte ich mal vorbeikommen. Sie, Johnson, Dyers und Comic, alle im selben Gebäude, da hat man's ja nicht weit. Mhm. Übrigens muss ich Ihnen gratulieren, Mr. Cotton. Die Sache mit Nash, die Zeitungen sind ja voll davon. War er wirklich der Mörder von Sally Chester? Unser Labor hat die Pistole von Nash untersucht. Es ist die Mordwaffe. Was war das für ein Mann, dieser Nash? Er war für uns nicht gerade ein unbeschriebenes Blatt. Seine Spezialität war, Gangsterbanden zu organisieren. Zuletzt steckte er seine Leute in Heilsarmee-Uniformen. Er hat sich immer was einfallen lassen. Heilsarmee? Merkwürdig. Tja, so hatte er seine Leute gleich zur Hand und entsprechend den Aufträgen, die er bekam, setzte er sie ein.
Für mich liegt die Lösung der ganzen Angelegenheit in der Beantwortung einer Frage. Und die ist? Warum hat Gene Dyers sterben müssen? Noch habe ich die Antwort nicht. Aber vielleicht bei unserer nächsten Begegnung. Wer weiß. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Mr. Cotton. Oh, hoffentlich habe ich Sie nicht beschädigt. Bringen Sie mich nicht zum Schmelzen. Ich werde noch als Eisblock gebraucht. Als Eisblock? Dafür sind Sie aber viel zu schade, Häschen. Ich hätte bestimmt eine bessere Verwendung für Sie. Jerry, was ist denn passiert? Ein Arzt, ein Krankenwagen. Sie sind erschossen worden. Lass mich doch mal durch. Bitte Platz machen. Kommen Sie, fassen Sie mal mit an. Alle Achtung, Jerry. Ich hätte nie gedacht, dass du die Sache so perfekt spielst. Ich habe wirklich einen Mordsschrecken bekommen. Ja, ich hab's gemerkt. Du warst fast so blass wie ich. Ist inzwischen alles organisiert? Das läuft. In einer halben Stunde weiß ganz New York, dass Jerry Cotton ermordet worden ist. Na, Jerry? Sind Sie da nicht ein bisschen zu weit gegangen? Mir ging es nur darum, Mr. Hyde die Burschen durcheinander zu bringen. Alles, was Sie vorhaben, haben Sie genau geplant. Also haben Sie auch geplant, wann und wie Sie mich umbringen. Schon dreimal haben Sie es versucht und es klappte nie. Aber jetzt, auf einmal, ist Jerry Cotton tot. Natürlich werden die Halunken sich jetzt fragen, wer hat Jerry Cotton erledigt? Sie haben plötzlich Konkurrenz bekommen. Wer kann das sein? Das wird Sie nervös machen. Und nervöse Leute machen Fehler. Verstehe. Die Bande wird sich um Edna kümmern müssen. Und um Phil. Vielleicht werden sie das Versteck wechseln. Richtig. Wenn wir jeden Verdächtigen beobachten, jede Bewegung, jeden Schritt, den sie machen, dann werden wir Phil und Edna finden und die Gangsterbande erledigen. Gehen Sie weg! Rühren Sie mich nicht an! Ich schreie! Die Wände sind so dick, Kleine, dass dich keiner hört. Nein! Nein! Au. Hilfe! Nicht austreiben! Hilfe! Stell dich bloß nicht so an! Die Masche zieht nicht bei mir! Verdammter Idiot! Lass das Mädchen in Ruhe! Hau ab, das geht dich einen Dreck an! Raus! Scher dich hier raus! Idiot, wenn das der Chef erfährt, bist du erledigt. Dir mache ich auch noch mal eine Freude. Guten Abend, Mr. Cormick. Mr. Cotton? Ganz recht. Was haben Sie denn? Aber ich habe doch gehört, gelesen. Dass ich tot bin? Hä? Ich bin nicht tot. Das weiß ich. Das weiß der FBI und jetzt wissen Sie es. Aber sonst niemand. Okay? Natürlich. Setzen Sie sich doch. Danke. Ich freue mich natürlich, dass Sie am Leben sind, aber ich verstehe das alles nicht. Haben Sie inzwischen etwas von den Kidnappern gehört? Ja, ich weiß schon, die haben sich wieder gemeldet. Sie wollen endlich ihre Millionen kassieren. Und Sie möchten nicht darüber reden, weil Sie Angst um Ihre Tochter haben, das kann ich verstehen. Es liegt mir auch fern, Sie in einen Konflikt zu bringen. Sie bringen mich in keinen Gewissenskonflikt. Ich habe mich entschieden. Man muss diesen Leuten das Handwerk legen.
Das haben Sie von mir verlangt. Packen Sie das Geld in einen Handkoffer. Das habe ich getan. Da ist der Koffer. Ich soll ihn morgen mit ins Büro bringen. Klar? Yes, sir. Hallo, Zentrale. Geht los. Bitte schön, Sir. Ja, ich verstehe. Ja. Hallo. Hallo, Mr. Cotton. Was gibt's, Mr. Cormick? Der Koffer wird von einem Mann abgeholt, der in 30 Sekunden bei mir ist. Verstanden. Wo ist Harry Long? Vor einer Minute die Park Avenue hinuntergefahren. Und was ist mit Johnson und Dyers? Beide da drüben in dem Haus, in ihren Büros. Du sollst den Koffer abholen, Bernie? Ja. Lebensgefahr ist. Ich klemme mich hinter ihn. Geben Sie mir die Zentrale. Hallo, Zentrale. Bernie Johnson wird gleich mit einem Koffer aus dem Haus kommen. Lassen Sie ihn beobachten. Wird erledigt, Mr. Hyde. Was Neues von Harry Long? Er fährt in Richtung Hafen. Wir folgen ihm. Okay, Sir. Mit ihm. Was soll denn der Quatsch? Warum stecken wir den Bullen eigentlich in den Kühlwagen? Weil wir Gefrierfleisch aus ihm machen wollen. Und jetzt schnell weg. Oh, danke. Aha. Und wo ist Bernie jetzt? Er fährt zum East River, Richtung Whitstone. Und was ist mit Harry Long? Er ist schon in Whitstone. Da liegen doch die Kühlhäuser von Johnson. Stimmt, Sir. Gut, Sherry, ich sorge dafür, dass Johnson und die beiden Dyers auch hinkommen. Gute Idee, Sir. We'll be right back.
Hey, Mr. Long? Sind Sie krank? Sagen Sie mal A. A. Dankeschön, bis gleich. Dank, Mr. Cotton. Wie zum Teufel? Mr. Cotton, ich möchte Ihnen... Dankeschön können Sie mir später noch sagen. Kommen Sie. Kommen Sie. Bernie, Sie wissen, was in dem Koffer ist. Die Million von Cormick. Ich musste tun, was Sie sagten. Sie erpressen meinen Vater. Wer? Long. Vielleicht auch noch andere. Kommen Sie. Ich habe mit der ganzen Sache nichts zu tun, Mr. Johnson. Ich habe immer auf eine Gelegenheit gewartet, Ihnen zu helfen. Kommen Sie. Kommen Sie. Hilfe! Edna! Edna! Hier bin ich! Hilfe! Hilfe! Da. Bernie! Edna! Wie weit sind wir, Jerry? Ausgezeichnet. Das große Aufräumen kann beginnen. Das ist gut. Schon eine Spur von Harry Long? Ah, der hängt bereits am Haken. Mr. High, Sie sehen mich völlig fassungslos. Der Mann, den wir suchen, der Mörder, Harry Long. Zumindest übernahm er die Million, die Cormick für Edna zahlte. Dann ist er es doch. Dann ist er auch der Mörder von Jean. Das weiß ich noch nicht. Johnson, Sie sind doch sein Chef gewesen. Was meinen Sie dazu? Long ist zu allem fähig. Der Teufel soll ihn holen. Er muss es auch gewesen sein, der mir einen seiner Leute auf den Hals geschickt hat. Den da. Wann? Vor 2 Stunden in meinem Büro. Was sagen Sie dazu? Ja, das alles stimmt, Sir. Mr. Long hat mir den Auftrag gegeben, ich sollte Mr. Johnson zwingen, mit seinem Sohn zu telefonieren. Das habe ich auch getan. Und anschließend sollte ich Mr. Johnson niederschießen. Ich sollte ihn ermorden. Das habe ich nicht getan.
Sie sollten sterben, Mr. Johnson. Ja, aber warum? Was haben Sie gewusst? Seit einiger Zeit erschien mir Harry Long verdächtig. Ich beobachtete ihn, ging ihm nach und stieß dabei auf Nash. Aber weswegen haben Sie die Millionen gezahlt? Ich wollte Barney nicht verlieren. Haben Sie denn sofort über so viel Geld verfügen können? Kein Mensch hat eine Million in bar. Und wo hatten Sie das Geld her? Ich habe einen Kredit aufgenommen bei Dyers. Und Sie, Mr. Cormick? Natürlich. Sie hatten das Geld. Oder etwa nicht? Nein. Sie mussten es sich auch von Mr. Dyers leihen, stimmt's? Ja. Gegen hohe Zinsen natürlich. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass Sie der einzige Nutznießer waren, Mr. Dyers. Nur Sie haben daran verdient. Sie vergessen, dass ich meine Tochter verloren habe. Nein, das haben Sie nicht. Was wollen Sie damit sagen? Dass Sie nicht Ihre Tochter verloren haben. Ihre Bank nennt sich doch Dyers & Co., soweit ich informiert bin. Wer ist eigentlich Ihr Kompagnon? Meine verstorbene Frau. Die eine Bank und eine Tochter mit in die Ehe brachte. Jean ist also nur ihre Stieftochter gewesen. Und als ihre Frau starb, Mr. Dyers, hinterließ sie ihr ganzes Vermögen nicht Ihnen, sondern Jean. Sie, Mr. Dyers, waren lediglich der Treuhänder des Vermögens. Und an Jeans 21. Geburtstag hätte sie die Erbschaft ihrer Mutter angetreten. Und das ganze Vermögen wäre ihr zugefallen. Und Sie, Mr. Dyers, wären dann bestenfalls wieder Prokurist in Ihrer eigenen Bank. Wollen Sie damit etwas sagen? Ich hätte Jean umgebracht? Jean verschwand spurlos aus einem Haus, das von uns streng überwacht wurde. Haben Sie dafür eine Erklärung? Was fragen Sie mich? Ich werde Ihnen sagen, was damals passierte. Jean ist in ihrem Zimmer. Die Tür öffnet sich, der Entführer tritt ein. Jean reagiert nicht. Kein Schrei, gar nichts. Warum nicht? Weil sie den Mann ganz genau kannte, der zu ihr ins Zimmer kam. Wer war zu der Zeit im Haus? Die Haushälterin, der Diener und Brian Dyers. Und wer hat das Haus später verlassen? Brian Dyers, mit seinem Wagen, gegen 17 Uhr. Mit Jeans Leiche im Kofferraum. Sie haben sie getötet. Und dann fuhren sie zum Narrow Lake und legten Jean in ein Ruderboot. Du, Brian? Du hast Jean? Du willst dich wohl aus der Sache heraushalten, was? Dabei war das Ganze deine Idee. Spiel doch nicht den Unschuldigen. Was fällt dir ein? Mr. High! Wir haben noch keine Spur von Phil Decker gefunden. Es wird noch Stunden dauern, bis wir alles durchgekämmt haben. Durchsuchen Sie erstmal die Keller und... Halt! Stehen bleiben! Zurück! Lass dich, Cotton. Hände hoch! Hier. Versuch ihn. So. Lass den Wagen an. Okay. Nicht dort. Wenn dir das Leben von Phil Decker lieb ist, bleibst du schön brav hier. Verstanden? Komm, dreh dich um. Thank you.
verrückt? Susi, gut, dass du da bist. Wir müssen dem Wagen da vorne nach. Ich muss doch zu Mr. High. Sie haben Phil. Was? Phil ist da drin? Ja. Da sind sie. Ja. Verdammt, Cotton ist hinter uns. Los, knall den Kerl ab. Runter, Susi. Lass ihn näher rankommen. Nimm du mal das Steuer. Gut. Susi, jetzt zeig mal, was du gelernt hast. Nimm du das Steuer. Näher ran. Aber Darling, nicht in die Schlaglöcher. So dicht ran wie möglich. Auf dem Dach nach. Ja. Da ist er nicht. Vielleicht auf der anderen Seite. Du Schwein! Jetzt kriegt ihr die Orden, die ihr verdient habt. Das ist viel. Phil? Mensch, Jeremias, ich habe schon gedacht, du lässt mich hier einfrieren und wächst mich erst im Jahr 3000 wieder auf. So lange wäre ich ohne dich nicht ausgekommen. Susi, musst du immer Jerry mitbringen? Habt ihr nicht was zum Aufheizen? Ich habe einen Whisky im Wagen. Aber ohne Eis, bitte. So, komm. Hier. Da vorne gibt's Arbeit, Jungs, und bringt mir meine Jacke mit. Da ist meine FBI-Marke drin. Ohne die bin ich ein halber Mensch. So, jetzt rasch heim ins Körbchen. Nein, nein, ich fahre lieber selbst. Hm? Wieso? Ich möchte nicht im Straßengraben landen. Bitte, Sir. Danke.